Hier ist der Mann, der alles weiß, aber nichts verrät. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Hallo, meine Damen und Herren. Ist wieder ausgeblendet. Sie können die Augen wieder aufmachen, meine Damen und Herren. Und Steffi beginnt. Der Ratehinweis, Stefanie, an Max kann man sich ein Beispiel nehmen. Hm? 45 Sekunden. Laufen ab jetzt. Hallo Max, du machst also etwas sehr vorbildlich. Ja, also nein. Schule ja, sonst nein. Ah, ja, okay. Aber wir sollten das auch tun. Nein. Du bist also kein Vorbild. Nein. Okay, du hast Mist gebaut. Nein. Ist dir etwas zugestoßen? Nein. Hast du was erfunden? Nein. Okay. Hat das was mit deinem Hobby zu tun? Nein. Hat das was mit Beruf ja nicht, mit der Schule zu tun? Nein. Hast. Es läuft, ist total gut. Weiter. Kannst du was besser als andere? Nein. Sie hatte kein vielleicht einziges Ja. Da war kein einziges Ja dabei. Also. Ich möchte das nur insofern konkretisieren, der Max kann bestimmt Dinge besser als andere, aber es hat nichts mit der Geschichte zu tun. Wir haben noch nie so noch wenig, nie. 45 Sekunden, so viele Sachen nein. ausschließen können in ja. 45 Sekunden. Du hast eigentlich aber, alles ja. gefragt, wir können nichts mehr fragen. Vielleicht gelingt dir jetzt der große Wurf. Hast du überhaupt was gemacht? Nein. Bist du vielleicht ein bis dato unbekannter Sohn von Bruce Willis? Nein. Okay, hat das was mit Sport zu tun? Nein. Musst du, um das getan zu haben, dich bewegen? Nein. Was ist das denn? Wenn du hast du vielleicht einen bekannten Verwandten, für den du gar nichts kannst? Nein. Ja, schön, dass du da warst, Max. Nimm das Geld und geh nach Hause. Was hat er noch? Mit Wissen hat das auch nichts zu tun. Nein. Beispiel, frag mal, ob er irgendwie für ein ja. Model. Ja, bist du Model? Nein. Nein. Ich finde dich toll, Max. Ich finde dich toll. Max? Eigenschaft. Pass auf, wir machen eine Vereinbarung, Max. Wenn du es schaffst, ohne ein einziges Jahr ja. durch die Runde zu kommen, verdoppeln wir. Dann verdoppeln wir den ja. Betrag. Ja, okay. Ja. 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 Ich bin der. Na ja, toll. Ey, wehe, du machst ihm das kaputt. Ja. Also, danke. Nicht jetzt irgendwie, heißt du wirklich Max okay, oder genau. so. Ne? Okay. Ist es eine Eigenschaft von dir? Nein. Hat es mit deiner Person zu tun? Oh. Ja. Geht es um eine. Ja, entschuldige bitte. Ich hab, geht es um eine ein Verwandtschaftsverhältnis? Nein. Geht es um eine Fähigkeit, die du hast? Nein. Also kannst du mit deinen Augen Eis zum Schmelzen bringen, zum Beispiel. Nein. Es geht um deine Person. Du hast nicht. Hast du was gemacht? Nein. Nein. Kannst du etwas? Nein. Ist an dir irgendwas Besonderes? Nein. Ja. Ja. An deinem Körper? Aber. An ihm ist irgendwas Besonderes. Hubertus, wir waren selten so dicht dran. Ich war selten in der so desolaten Lage. Das kann jetzt, langsam. Ist es, jetzt ist es kein Geschenk, es ist, als Vierter fragen zu müssen. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Ich mache nur so. Auf der falschen Hälfte. Also, ja. Ich versuche es aber dennoch. Es ist eine Eigenschaft. Nein. Es ist, es ist ein Charakterzug. Nein. Es ist eine Gewohnheit. Nein. Es ist eine erworbene Fähigkeit. Nein. Hat es was mit dem Gehirn zu tun? Nein. Hat es was zu tun mit einer bestimmten Artistik, mit einer bestimmten? Nein. Hat es? Ja, wiederum eine Fähigkeit.
Bist du insofern ein Beispiel für uns, weil du einfach nichts kannst? Oder was sollten wir uns? Und die Welt wäre einfach friedlicher, wenn wir alle sagen können, wir sind wie Max, wir wollen nichts, wir können nichts, aber wir sind nett zueinander. Nein. Aber Max, hier, läuft bei dir. 800 Euro. Was kriegst du Taschengeld? Ja, 700. 10 die Woche. Ja, 10 Euro die Woche. Ja, da sind 80 Wochen. Ja, kannst du größere Spuren machen. So, ihr dürft euch noch mal beraten. Ihr könnt ja noch mal zusammentragen, was ihr so alles rausgefunden habt. Also, es geht um eine Eigenschaft. Nein. 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 Es geht um gar nichts. Es geht um nichts. Da sitzt auch niemand. Das bilden wir uns Nein, stopp. Hast du Spaß bei uns, ein einziges Jahr. Daran sollten wir uns erinnern. Das ist das Einzige, an das wir uns halten können. Und das war wo? Das war nämlich die Frage, hat es etwas mit deiner Person mit dir zu tun? Ja, mit der Person. Mit der Person. Ja. Mit ihm. Steffi? Also ich habe das wie Vermutung, dass vielleicht dass es mit irgendwas mit uns zu tun hat hier. Nein, Steffi, es hat nichts mit euch zu tun. Jörg? Ein Beispiel nehmen. Max. Bevor ich was sage. Ja, ich glaube, ich hab's. Oh. Ja, du bist doch nicht. Ich hab's. Dein Nachname ist es. Du bist Max Mustermann. Ja. Das stimmt! Nein, wie geil ist das? Das ist das genial! Ja, das ist Max Mustermann und zwar der einzige, den es in Deutschland Nein. gibt. Nein! Ja. 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 Max Mustermann, ich glaube. Ja. Ich dachte immer, das wäre die Kinder. Ja. Das wäre eine Frau. Ja. Ja. Ja, wie heißt die denn? Die heißt den gab's. Erika. Erika muss. Ja, seine Mutter. Seine Mutter. Aber Max, jetzt sag mal, wie alt warst du, als du das erste Mal begriffen hast, was Max Mustermann bedeutet? 5, glaube ich. Ja. Und das ist aber natürlich, es ist ja heute ja noch was ganz Besonderes. Ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt ab und an was zu lachen und einige wollen das da nicht glauben. Und du hast einen Personalausweis dabei? Ja. Ja, das kennst du ja wahrscheinlich schon, dass du ständig irgendwie. Ja, kontrollier das mal. Kontrollier das mal, Kai. Ja, das ist der Personalausweis hier von Max. Ich habe auch so einen Personalausweis, wo Max Mustermann draufsteht zu Hause. Aber nicht mit meinem Bild drauf. Ja, also absolut, alles korrekt. Gab es da mal Probleme an der Grenze oder sowas? Oder beim? Nein, also ich hatte mal beim Snowboardfahren einen Unfall und dann waren wir im Krankenhaus und dann waren da schon so Formulare zum. Also die waren schon fertig sozusagen. Da war ein falsches Datum. Das hast dich gewundert, warum dein Name schon drin steht. Also die Leute in deiner direkten Umgebung, die werden das ja alle wissen und kennen und so. Aber wenn man irgendwo hinkommt oder wenn man irgendwo anruft, dann kann ich mir vorstellen, ist das manchmal komisch. Ja. Oder? Ja. Hast du noch Geschwister? Ja, einen Bruder. Wie heißt der? Erika. Tom. Ja, das ist dann unverfänglicher auf jeden Fall. Also Max, eine wunderbare Geschichte. Sie hat dir 800 Euro eingebracht und uns allen ganz viel Spaß gemacht. Wir hoffentlich auch. Ja. Der einzige Max Mustermann in Deutschland.